Na, ihr kleinen Affen, willkommen zu diesem kleinen Video. Ich habe gerade noch eine Woche frei, deswegen habe ich mir eigentlich schon länger gedacht, kannst du auch mal wieder was aufnehmen, eigentlich. Ich habe sogar drei, also inklusive diesem Video, habe ich mir drei gedacht, die ich machen könnte. Mal sehen, ob ich es auch dazu kommen lasse. Ich hoffe doch mal. Ja. Und jetzt fangen wir hier mit dem mal an. Just Cause 3 spielen wir. Ich bin mitten im Spiel. Ich weiß gar nicht. Ich guck gleich mal. Und so ging das. Statistiken. Na, 54%. Das ist doch, ja, würde ich als mitten im Spiel bezeichnen. Ah, natürlich leckt es jetzt ein bisschen mehr. Rosa sucht dich. An deiner Stelle würde ich ganz schnell hierher kommen. Wie ihr schon seht, das Geile am Spiel, finde ich, ist die Fortbewegung. Man kann so richtig schön... Keine Angst, der labert nicht die ganze Zeit so viel. Man kann so richtig schön sich hier fortbewegen mit einem Greifhaken, mit einem Fallschirm, mit dem Wingsuit und immer wieder. Und so kommen wir halt schnell voran. Zusätzlich zu den Autos, Booten und Flugzeugen. Man kann auch mit dem Haken ein bisschen rumspielen. Damit meine ich Sachen wie... Moment, ich muss gerade mal eine Stelle finden. Das ist gerade ein bisschen schwierig hier, glaube ich. Hm. Hier vielleicht. Ich war im Krieg auch Fallschirmspringer. Echt, Opa? Den? Ja, das wirst du. Meine Schlange. So, jetzt kann ich den hier ein bisschen anziehen. Wie ihr rechts an der Seite seht, habe ich mittlerweile, das kann man sich durch bestimmte Missionen hochtrainieren. Ich sag dir, du musst unbedingt nach Medici kommen. Da habe ich mittlerweile 6 so eine Haken. Und dann kann ich den jetzt hier... Ah, so ein bisschen hochziehen. Eigentlich wollte ich seine Arme oder seine Beine. Oh, das ist ein Bein. Das ist eindeutig ein Bein. Zieh mir da mal ein bisschen ran. Na, alles gut, Opi? Nein, nein, der mag das. Was machen wir hier eigentlich? Wir sollten an der Front sein. Also so von diesen... Ach, das war nur ein Schulterblatt. Ja, jedenfalls bin ich so quasi Spider-Man. Kann ich? Komme ich da noch ran? Nee, schade. Ich ziehe mir mal ein bisschen runter, glaube ich. Dann löst sich ein Haken auf, der erste. Ach shit, das geht bei dem gerade nicht mehr. Ich habe hier noch so eine... So eine... So eine Düsenpopel. Moment. Da ein dran. Da ein dran. Es ist sehr nett, dass du hier wartest. Kann ich dir noch einen dran machen? Nee. Nee, dann kann ich die zünden. Und dann düst er ab. Aber eigentlich explodieren die auch gleich. Ich bin tagelang zu Hause, aber drücke ich den Aufnahmeknopf, klingelt das Telefon. Wäre super, wenn es auch gleich noch an der Tür klingelt. Was machen wir heute?
hoffe mal, habe ich eben noch einigermaßen verstanden. Auch wenn es so nervig geklingelt hat. Ich zoome erstmal raus, um euch die Karte ein bisschen zu zeigen. Das ist das erste Gebiet, alles erobert. Das ist das zweite Gebiet, alles erobert. Und das dritte ist ein fettes, dickes, dickes, fettes, fettes, dickes, dickes Gebiet. Da habe ich noch nichts erobert. Da bin ich gerade erst angekommen quasi. Und ich würde sagen, wir machen, die Stierköpfe sind die Hauptmission. Die machen wir jetzt, würde ich sagen. Und Moment, kann ich mich nicht dahin porten? Das ging doch, oder? Ach, nicht direkt, ja, ja. Nicht direkt zur Hauptmission, glaube ich. Sondern zum Beispiel hier zu der Stadt. Ja, das geht. Und mal gucken. Je nachdem, wo ist denn der Punkt? Da. Je nachdem, wie aufregend und wie lang die Mission jetzt wird, würde ich sagen, können wir entweder noch was danach zeigen oder halt nichts. Vielleicht freut ihr euch auf nichts, wenn ich endlich wieder das Video beende. So. Die Mission an sich, also die Story, ist jetzt nicht die spannendste, würde ich mal behaupten. Eher das Gameplay. Die Story ist halt so, ihr seht ja, ist eine, eher so die Urlaubsinseln, aber hier ist halt ein bisschen Rebellenkrieg und so ein Diktator und wir sind ja der Oberrebell Rico Rodriguez. Ja, das ist so die Story. Und man muss die kaputt machen, die kaputt machen. Fasst euch ein Herz und seid mutig. Medici wird wieder uns gehören, wenn wir darum kämpfen. Sie wissen, wie man das Volk erreicht. Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Ich weiß Ihre Eile zu schätzen. Die aktuelle Lage erfordert es. Die Macht des Barbariums sollte niemand nutzen. Ach, kommen Sie. Niemand? Macht vergiftet die Seele derer, die sie besitzen. Ganz egal, wer es ist. Rico, die Ravello transportiert Barbarium-Technologie und Forschungsdaten. Und zwar hiermit. Sehen Sie. Sieh dir das an. Er hat seinen eigenen Zug. Dieser Zug fährt zu einem DRM-Flughafen. Also will er das Barbarium von der Insel schaffen. Das darf auf keinen Fall passieren. Der Zug muss gestoppt werden, bevor er sein Ziel erreicht. Rico, Mario Frigo ist dein Mann. Kannst du den Helikopter fliegen? Mario Frigo ist doch nicht dein Mann. Ich kann fliegen. Gut, dann ist ja alles klar. Viel Glück, Rico. So, also geht's um den Helikopter und wir müssen auf einen Zug. Habe ich das richtig verstanden? Ladebild. Rico, kling dich am Helikopter ein. Ich bring dich zum Zug. Das mache ich. Hui. Bring mich. Okay, es geht los. Ja, ich lasse dir das an, ja, zeige ich schon. Wollte man sagen, okay, ich war los. Oh nein, ich kann nicht. Ist das hier die Zugstrecke schon? Ich glaub schon, ne? Okay, mach dich bereit. Dein Zug müsste jeden Moment vorbeikommen. Ei, mach mich bereit. Er ist sich noch nicht nur eine Lok lang. Okay, Theo, ich bin in Position. Ein Beinse Zug. Gut, Rico, ich ziehe mich zurück und halte Funkkontakt. Okay, und weiter. Ich hoffe mal vom Ton und alles und vom Bild passt es einigermaßen. Ich habe noch ein bisschen nachgestellt, weil das Spiel doch versucht recht laut zu sein. Da kommt was. Ich denke mal, das müssen wir abschießen. Oder? Kommt da doch nichts? Vielleicht kommt da doch nichts. Passiert hier jetzt noch was? Vorsicht, Rico! Helikopter! Ah. Erledige die Helikopter! Wir brauchen dich und den Zug unversehrt, wenn wir unser Ziel erreichen wollen. Bip, bip, bip! Wird gemacht. Der war Matsch. Oh, noch einer.
Der war Matscha. Das wird auf mich gezielt. Haben wir noch einen Helikopter? Da vorne, oder? Zum Glück habe ich diesen wunderschönen Raketenwerfer. Oder was auch immer das ist. Oder ein Mörser oder so. Das steht ja da unten, ne? Ein Firelash. Oh, eine schöne Landschaft hier. Habt ihr gesehen, ich war hier selber noch nicht. Hier war ja noch alles rot. Komm schon, ey. Das Spiel mit dem Controller, deswegen kann ich nicht ganz so gut zielen. Aber so ein Spiel spiele ich immer ganz gern mit dem Controller. Das hört gar nicht auf. Habe ich aber keine Mission, keine Einschuss habe ich. Munition wollte ich sagen. Komm schon. Da war er. Oh. Es gab auch eine Kombi an Missionen. Da kommt ein Zug auf dich zu. Hinter dir. Du musst ihn zerstören, bevor er dich rammt. Die fand ich ganz. Du kannst den Zug vermutlich mit einem Waggon auf den Gleisen stoppen. Hä? Was bist du denn? Koppeln. Oh Gott, der will mich schon haben. Er will mich rammen. Ich bin nicht so schnell. Ah! Nein, mein Zug. Mein Zug. Ich komme hier nicht weg. Angebot, Angebot. Au, shit, mein Zug. Lass mein Zug nicht, lass mein Zug kommen. Nicht lassen. Einfach nicht schafft, ihn abzukoppeln. Oh, in den Tunnel mit dem Wingshirt. Nein, ich bin doch gerade erst hier angekommen. Der General gibt nicht so leicht auf. Bitte, bitte. Don't do that. Au! Ich werde gerade überfahren. Ich will gar keine Waggons verlieren eigentlich. Ach man! Wenn ich frage, wie denn dazu? Oh Gott! Überhaupt nicht kann, wenn er schon bei uns liegen, das soll ich sagen. Would you please stop that? Nein! Ach, ich brauche den Zug nicht mehr. Lass ihn doch entgleisen, dachte. Dafür muss ich erstmal wieder drauf kommen. Oh mein Gott! Lass ihn doch entgleisen, lass ihn doch entgleisen. Es klappt hier nichts mit dem Zug. Nein, ich lieg nur dran. Nein! Gescheitert. Stimmt. Oder noch nicht? Nein, noch nicht. An, ist er so? Action-Leiter, das ist eigentlich nicht. Feier-Eigen von einem Jahr. Komm schon. Ah! Nützt es denn überhaupt was, wenn ich bis davor fliege? Dann kann ich hier irgendwas drücken oder so? Oder... What's the point? Ich könnte natürlich auch... Granate schmeißt, fällt mir so ein. Aua! Fuck. Bleibt in Medici. Ah, das war nicht ganz so gut, sage ich mir.
Okay, das hätte actionreicher sein können. Ja, du bist auch kaputt. Rico? Annika. Ich schick dir Koordinaten, ich erwarte dich da. Kann ich hier mitnehmen? Ja! Was steht denn da rum? Hat er schon einen verloren? Ja, tatsächlich. Steht einfach im Panzer rum. So, wie ihr schön seht, kann ich hier einfach raus fallschirmen, wie man es halt so macht. Und das hat ja jetzt nicht allzu lange gedauert. Ich würde mal hier runterfallen. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich würde mal sagen, wir erobern mal das Gebiet da unten. Das können wir noch ganz schnell machen. Ist ja unauffällig rot hier markiert. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Kann ich mir die explodieren lassen. Ich kann auch die so umziehen mit meinen Seilen. Seht schon, da kommt eins zum anderen. Da, au, da lag eine Granate direkt vor mir. Hilfe, Luftangriff. Bombenangriff. Wo ist hier noch was? Ich sehe es nicht. Select. Ein Transformator ist hier auch irgendwo. Da. Und sofort sind alle meine Soldaten da. So erobert man ein Gebiet hier. Ja. Dann würde ich noch ganz gerne zeigen, wo ist denn hier unser Startmissionsding? Ist das hier? Ne, hier. Eigentlich wollte ich eine Wingsuit-Herausforderung, die haben wir gerade alle geschafft, glaube ich. Das ist ungünstig. Dann machen wir einfach mal noch so eine Flugzeugmission. Leg doch Pepsi, trink Pepsi. Wettfliegen. Flugzeugfliegen ist hier im Spiel nicht ganz so einfach. Wesentlich schwieriger, möchte ich mal behaupten. Warum steht hier ein Flieger direkt vor mir? So schnell kann ich doch gar nicht hochziehen. Ist er immer da? Ah, ich soll auch da einsteigen. Na super. Was wollte ich sagen? Ach, schwerer als bei GTA. Ich habe zwar lange kein GTA gespielt, aber schwer. Habe ich hier noch? Achso, hier ist das mit dem Nitro, das ist hier anders. Hier hat jedes Fahrzeug Nitro, was ich mir selbst bestelle. Ja, ich kann mir Waffe bestellen. So, dann muss ich halt schnell durch alle Ringe, die man oben sehen kann. Und ist hier gerade 29. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott.
Ein Jet ist ganz schön schnell. Wäre super, wenn es auch gleich mal an die Tür ging. Ich wollte noch vorhin erzählen. Hey Leute, Moment. Ihr müsst einen mit ohne mich da. Eine Ewigkeit später. So, Freunde. Da bin ich wieder. Ich musste mal kurz mein Mikro hier wieder richten. Ich musste mal kurz Opa sein Weihnachtszeug auf dem Dachboden stellen. Was so anfällt, ne? So. Jetzt fliegen wir weiter mit dem Jet. Ich hoffe mal. Oh Gott, das war der falsche Knopf. Ich hoffe, da hinten wohnt niemand. Nein! Nein, es ist wirklich das Haus. Oh nein. Scheiße. Scheiße. Aber... Scheiße, ich schmeiß es alles hin. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Nein. Das ist doch Vaters gute alte Claim. Das hat mich jetzt natürlich leicht aus dem Konzept gebracht. Oh Gott, ich wollte nicht... Den Turm, den hab ich schon gehört. Mit Jets? Bin ich tatsächlich noch nicht so oft geflogen im Spiel. Aber bis jetzt klappt es ja relativ gut. Wenn ich jetzt noch ein enger Tunnel komme. Ich glaube zwar nicht, dass ich hier in einer Flieger-Mission 5 Zahnräder bekomme. Aber ne. Ich weiß auch gar nicht, ob man überhaupt alle dieser Missionen voll schaffen muss, um alles zu bekommen. Das ist mir noch ein wenig im Unklaren, aber 4 können wir schaffen. Komm, so. Ja. Mod freigeschaltet. Leuchtfackeln. Oh nein, jetzt habe ich wiederholen gemacht, ne? Cut. Herausforderung beenden. So. Ja, Mod freigeschalten. Gucken wir mal. Da hinten ist der Flieger. Jetzt mehr maximale Leuchtfackel. Ja. Hier bekommt man halt für jeder dieser Herausforderungs-Mini-Missionen so eine Verbesserung. Also man levelt nicht direkt selbst. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucke. Ich gucke ja auf den Bildschirm und spreche mit euch. Ich kann es einfach nicht mehr. So, jetzt kann ich natürlich auch nicht mehr so richtig auf die Uhr gucken, um mich an meiner Aufnahme zu orientieren. Aber ich würde sagen, für dieses Spiel und für diese Aufnahme reicht das auch. Ich kann ja schon mal leicht anteasern, was ich noch vorhabe. Und zwar... Und zwar möchte ich ein Video zusammen mit dem Spider noch machen. Mindestens eins, sage ich mal. Vielleicht wird es auch so, dass ich das in mehrere aufteilen muss. Das Spiel haben wir noch nicht gezeigt. Das spielen wir gerade privat schon eine Weile. Ein paar Stunden. Und dann eins, was ich alleine noch aufnehme. Kein Spiel, ich sag mal Zeitreise. Oh Mann. Ich kann nichts für mich behalten. Ich muss immer sowas raushauen.
Harry, ihr wisst ja noch nicht genau, was ich meine. Aber ich habe ja, wie gesagt, noch eine Woche Zeit, da kommt das auf jeden Fall. Und jetzt höre ich auf zu labern, jetzt könnt ihr euch noch irgendwas anderes angucken. Dieses Video, was ich nicht einblende, weil ich sowas immer nicht mache, weil ich zu faul bin. Aber ihr könnt, was ich auch eine Idee finde, ich weiß aber nicht, wie ich es machen soll, als Video. Mal so quasi Kanal-Highlight-Videos nochmal zeigen. Aber nur so als Best-of, weiß ich nicht, komplett ein bisschen plump vor. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Vielleicht hat das Video hier ja tatsächlich jemand geguckt. Ja, dann schreibt in die Kommentare. Hashtag geguckt. Das reicht. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.